irgendwelche Spuren. Zwei Pferde. Unsere Krieger waren nicht hier. Es müssen Apachen sein. Apachen? So weit weg von ihrem Dorf. Kundschafter machen keine so deutlichen Spuren. Es können noch mehr von diesen stinkenden Hunden in der Nähe sein. Wir müssen dies sofort Tangua melden. Du reitest zu Tangua, wir folgen den Spuren. Da oben, da kommt Reiter. Nehmt die Waffen runter, ich bin's, Tim Hawkins. Wir sind gerettet. Gerettet, wieso? Das sind Kiowas. Die Anführer heißt Bao, das heißt Fuchs und hat zwei listige Krieger. Und euer Häuptling heißt Tangua, das ist ein guter Freund von mir. Aber was habt ihr vor? Das werdet ihr gleich sehen. Ich stehe, den Mund müsst ihr halten. Es freut mich, den tapferen Bao hier zu treffen. Was führt euch hierher? Mein weißer Bruder Sam ist hier. Wir dachten schon, ihr gehört zu den stinkenden Hunden, die wir suchen. Wen meint ihr damit? Die Mescalero-Apachen. Ihr führt Krieg gegen die Apachen? Da habe ich wichtige Neuigkeiten für euch. Sagt mir zuerst, wer euer Begleiter ist. Dieses Kriemann hat kürzlich einen Grizzlybären mit einem Messer erlegt. Seine Kugel verfehlt niemals ihr Ziel. Und in seiner Faust ruht so viel Kraft, dass er jeden Feind mit einem Hieb niederschmettern kann. Und darum haben die Weißen ihm den Namen All Shatterhand gegeben, wenn ich mich nicht irre. Wir achten Männer, die den Mut haben, den Bären mit dem Messer anzugreifen und ihren Feind mit einem Fausthieb niederschmettern. Du bist uns willkommen. Warum habt ihr das Kriegsbeil gegen die Apachen ausgegraben? Einige unserer Krieger haben sich nachts an das Lager der Apachen geschlichen, um ihre Pferde zu stehlen. Doch sie wurden von diesen stinkenden Hunden bemerkt und getötet. Nun sind die Krieger der Kiowa ausgezogen, um die Apachen zu vernichten! Du bist als Kundschafter ausgesandt? Ja. Wer führt den Kriegszug an? Tangua, der tapfere Häuptling selbst. Wissen die Apachen, dass ihr Krieg gegen sie führt? Glaubst du, dass wir so dumm sind, es ihnen zu sagen? Wir fallen über sie her und töten so viele, wie wir können. Ihre Pferde, Waffen und alles, was wir sonst gebrauchen können, nehmen wir mit. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt so einfach über die Apachen herfallen? Wir kommen über sie wie der Adler über das Kaninchen. Da irren sich die Kiowas, die Apachen. Wissen, dass die Kiowas kommen. Sam Hawkins irrt sich. Die Ohren der Apachen reichen nicht bis zu unseren Zelten. Wir haben die Ohren der Apachen reiten gesehen. Gestern haben wir welche gesehen, die sich zu euch ins Lager geschlichen haben, um zu lauschen. Die Apachen haben Speer geschickt? Ja, in Chuchuna war klar, dass ihr eure Krieger rächen wollt. Darum ist er mit seinem Sohn Winnetou zu euch ins Lager geschlichen und hat euch belauscht. Oh. Der Häuptling selbst und sein Sohn. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir sie gefangen. Ihr wollt sie gefangen nehmen? Da kann ich euch helfen. Wo soll das möglich sein? Bei uns im Lager. Apache war bei uns im Lager. Es hat Streit gegeben. Dabei ist Kiki Petra getötet worden. Ich bin mir sicher, die Apachen wollen uns überfallen, da sie wissen, dass wir nur so wenige sind, wenn sie uns gleich überfallen. Ihr reitet zu Tangua. Was sollen wir tun? Ihr reitet zu Tango und kommt mit euren Kriegern zu uns ins Lager. Doch stellen wir den Apachen eine Falle, die sie kappen werden. Wenn es euch gelingt, den Häuptling, Chuchuna und seinen Sohn Winnetou gefangen zu nehmen, habt ihr den ganzen Stamm in der Hand. Deine Worte sind gut. Wir holen Tangua. Hey, Greenhorn! Ihr macht ja ein Gesicht, als hättet ihr beim Pokern das letzte Hemd verloren. Mir gefällt nicht, dass ihr in Chuchuna und Winnetou ins Verderben stürzen wollt. Das will ich doch gar nicht. Ich habe einen Plan, der uns allen hilft. Die Kiowas, die Apachen gefangen genommen haben, werden wir die Apachen heimlich befreien. Dann müssen die Apachen uns dankbar sein und werden ihre Rache gegen uns aufgeben.
Und wenn sie Rettler von uns verlangen, dann bekommen sie ihn halt. Na gut, aber hoffentlich läuft alles nach eurem Plan. Ich auch. Ja, es sind jede Menge Apachen hier in der Nähe. Ein Teil von ihnen wird uns überfallen wollen. Sie glauben, sie könnten uns leicht überrumpeln, weil wir nur so wenige sind. Aber der alte Sam hat eine große Überraschung für sie, wenn ich mich nicht irre. Was meint ihr damit? Wir haben die Kiowas getroffen. Sie führen zurzeit Krieg gegen die Apachen. Ihr Häuptling kommt mit seinen Krieger hierher, ins Lager. Doch stellen wir den Apachen eine Falle. Wenn sie sie tappen werden, wie Mäuse an den Käse wollen. Könnten wir den Kiowas überhaupt trauen? Tangor wird immer nur zu seinem Vorteil. Wir bereiten uns besser darauf vor, dass er uns hier ausplündern will. Willkommen mit. Genau. Wenn Tangor sich uns gegenüber nicht friedlich verhält, dann werden wir ihm eine Lektion über gutes Benehmen erteilen. Mach schnell, da oben kommen sie schon. Er scheint uns als seine Gefangenen und unser Eigentum als seine Beute zu betrachten. Gute Manieren sind das aber nicht, wenn ich mich nicht störe. Lasst unsere Sachen in Ruhe. Oder hat der berühmte Häuptling der Kiowas Lust, in wenigen Augenblicken in die ewigen Jagdgründe einzugehen? Was soll die alberne Frage? Es wird noch sehr viel Zeit vergehen, bis Tagua den Weg dorthin antritt. Die Zeit wird vielleicht nur eine Minute sein. Was habt ihr da drin? Deine Krieger sollten die Kiste besser in Ruhe lassen. Wir haben hier überall Dinge, die gefährlich sind. Wenn sie die Kiste öffnen, könnten sie sterben. Du kannst mir keine Angst machen. Öffnet die Kiste. Lass die Finger von der Kiste, wenn es euer Leben lieb ist. Habt ihr nicht gehört, was ich gesagt habe? Öffnet die Kiste! Oh. Wollt ihr uns umbringen? Wir haben dich gewarnt. Dies war nur ein schwaches Pulver, aber wir haben ja auch Sprengpulver, mit dem man ganze Berge wegsprengen kann. Wenn ihr dieses Pulver habt, fliegt ihr alle in die Luft. Sag deinen Krieger, wir sollen sich von uns auszahlen. Seid ihr gekommen, um uns auszaufen oder um die Apachen zu fangen? Wir werden die Apachen fangen und töten. Jungs, das hat gesessen. Vor den Kiowas sind wir nun sicher und können wir uns ganz auf die Apachen konzentrieren. Ja, aber was habt ihr vor? Ja. Moin. Tangua! Die Apachen werden unserer Spur folgen. Also kommen sie von dort. Ja, sie werden Kundschafter vorausschicken, die Kiowas sofort entdecken. Wir hatten niemanden entdeckt. Glaubt ihr wirklich, das Gehirn von Sam Hawkins bestünde nur aus Watte und Löschpapier? Wir werden keinen einzigen, keine Spur von ihnen. Ja, und wie wollt ihr verhindern, dass sie uns aus der Deckung erschießen? Sie wollen haben, dass wir langsam sterben.
Besonders mit der Rettler wird das Vergnügen haben. Verbrannt, gevierteilt, gerädert, aufgespießt und noch andere Todesarten kennenlernen. Aber von allem nur so viel, dass er möglichst lange braucht, bis er ablebt. Na, Mr. Rettler, wie gefällt Ihnen das? Nein, mich kriegen Sie nicht. Ich werde verschwinden. Dann lauft ihr Ihnen genau in die Hände. Sie wollen uns lebend. Wir arbeiten einfach so weiter, als wäre nichts geschehen. Die Kiowas werden sich verstecken. Wenn die Späher der Apachen wieder fort sind, kommen die Kiowas um das Lager auf ihre Position. Wenn die Apachen uns dann angreifen, kommen die Kiowas sofort zur Hilfe. Wir sind ihnen weit überlegen. Ich denke, der Kampf wird nicht lange dauern, wenn ich mich nicht störe. Zu überfallen. Aber stören uns die Gefangenen nur. Wir töten sie. Gleich hier. Alle? Alle. Nein, über die Gefangenen hat nur hier derjenige zu bestimmen, der sie auch gefangen genommen hat. Du willst Intschuna und Winnetou? Nur ich bestimme über meine Gefangenen. Und wenn einer von euch nur einen einzigen Apachen berührt, werdet ihr alle sterben. Ernst. Mindestens die Häuptlinge müssen wir befreien. Aber Bancroft und die anderen dürfen nichts von unserem Plan erfahren. Ja, Charlie, du hast recht. Das wird nicht leicht. Die Tango erfährt, dass wir die beiden befreit haben. Es ist aus mit uns. Ja. Ich halte die Wache am Wagen raus. Dann kommt ja die Häuptlinge ran, kann sie losschneiden. Sie können aber nur fliehen, wenn ihr die anderen ablenkt. Will Sam und ich übernehmen das. Okay. Aber beginnt mit eurer Ablenkung. Erst wenn ihr mich hinter Bancroft seht. Wir werden bereit sein. Gefangen genommen. Es ist kein Krieger entkommen. Bist du da so sicher? Kein einziger Apache ist entkommen. Was sollen die fragen? Die Apachen haben uns zu Fuß angegriffen. Wo sind ihre Pferde? Sie haben mit Sicherheit einige Krieger zurückgelassen, um die Pferde zu bewachen. Die haben bemerkt, dass der Überfall fehlgeschlagen ist. Deine Worte sind die eines alten, ängstlichen Weibes. Apachen, dort oben sind Apachen! Die Gefangenen sind weg! Die Fesseln wurden durchgeschnitten! Was? Da war
Ereignisse im Durchschnitt? Wo waren eure Augen und Ohren, ihr Blinden und tauben Kojoten? Ihr seid es nicht mehr, Krieger der Kiowas zu sein. Sucht die Umgebung ab. Du wolltest die beiden doch haben? Lauf ihnen nach und fang sie wieder ein. Ich befehle es dir. Nein, du hast mir gar nichts zu befehlen. Denk an das Pulver in der Kiste. Wenn auch nur einer deiner Krieger uns angreift, dann sprengen wir euch alle in die Luft. Du bist genauso ein räudiger Kojote wie dieser Apache. Sie sind mit ihren Pferden gekommen. Ha! Es war eine Dummheit, nicht sofort nach den Pferden der Apachen zu schauen. Die Häuptlinge werden schnellstens zu ihrem Haupttrupp reiten und sie werden so schnell wie möglich zurückkommen, um die gefangenen Krieger zu befreien. Wenn die uns hier erwischen, ist es aus mit uns. Du hast recht. Wir ziehen uns nach Roswell zurück, bis die Apachen sich beruhigt haben. Die Kiowas kommen mit. Die Gefangenen sind unsere Versicherung. Und Chuchuna wird ihr Leben nicht aufs Spiel setzen. Gut. Wir kommen mit bis Roswell. Aber dann trennen sich unsere Wege. Ladies and Gentlemen, ich habe eine wichtige Nachricht für euch.
Aufgrund der politischen Lage hat Präsident Lincoln beschlossen, dass die Truppen, die zur Union stehen, unbedingt die Basen im Süden zu räumen haben. Wir ziehen heute noch ab. Leute, ich habe ein Telegramm bekommen, dass die Apachen und Kiowas gegeneinander Krieg führen. Die Kriegstrupps wurden schon hier in der Nähe gesehen. Wenn die Indianer jetzt noch erfahren, dass wir hier eine Eisenbahn planen, werden sie unser schönes Rangeweil angreifen. Und ohne Militär haben wir keine Chance, den Angriff abzuwehren. Die Pacific Railroad Company hat entschieden, dass wir die Niederlassung hier in Rangeweil aufgeben, bis die Zeiten wieder sicherer sind. Roswell ist die letzte Siedlung am Rande des Indianerlandes. Wenn wir angegriffen werden, wir haben keine Chance. Ich habe keine Lust, in die Hände der Indianer zu fallen. Ich gehe fort von hier. Roswell muss noch heute evakuiert werden. Meine Truppen begleiten euch in die nächste Stadt. Packt eure Sachen. Trompeter, blasen zum Antreten der Truppe. Wir sind fertig. Behrens, Sie bilden mit 4 Mann die Rücken nachholen. Der Rest folgt mir.